Moin Moin liebe FC24 Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es ist mal wieder soweit. Ein YouTube-Video, auf das ich eigentlich keine Lust habe, aber was mal wieder notwendig ist. Denn EA hat mal wieder volles Brett in die Scheiße gegriffen. Und die Jungs aus Kanada haben mal wieder gezeigt, dass sie für die Community einen Bombenjob machen. Was ist genau passiert? Was ist da los gewesen? Und warum ist Twitter wieder am Rennen? Das Ganze gehen wir jetzt ganz kurz chronologisch durch. Dementsprechend abonniere gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Lass gerne ein Like und einen Kommentar, um mich wissen zu lassen, was deine Meinung zur ganzen Thematik ist. Denn EA hat es mal wieder ordentlich reingeschissen. Wie ihr an dem Thumbnail schon entnehmen können, wie auch immer. Next EA-Skandal. Wir sehen rote Karten und rote Karten bedeutet, irgendwas stimmt mit den Rewards nicht. Hey, da hat hier jemand den roten Dembele und den roten David bekommen. Hey, da hat jemand Dembele und Mbappé bekommen. Unglaublich. Es scheint, um jetzt nochmal ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, was eigentlich los ist. Ich gehe direkt auf den Post von EA ein, wo drunter es natürlich auch ordentlich am Brennen ist. Heute Nacht um 3.51 Uhr hat EA Direct Communication folgenden Post aufgesetzt. Wir haben ein Problem festgestellt, bei dem die Champions Player Pick Belohnung unbeabsichtigte Ergebnisse lieferten. Dies wurde im Spiel korrigiert. Also, was heißt das? Um 21 Uhr ging die Weekend League los und wer zwischen 21 Uhr und Nacht scheinbar um 3 bis 4 Uhr seine Weekend League beendet hat, hatte deutlich höhere Chancen auf eben sehr, sehr gute Picks. In dem Fall sehr gute Picks Richtung Dembele, David und einfach natürlich auch Dembele und Mbappé. Das ist ja das, worum es die meisten Leuten geht. Natürlich auch Vitinha, Zay Emery, auch da genügend Leute, die etwas gezogen haben. Natürlich hier drunter alles, wie gesagt, völlig am Wegeskalieren und ich bin auch ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Da werde ich wirklich sauer. Ich verstehe nicht, wie dieser Laden aus Kanada es nicht geschissen bekommt, dass die einmal Rewards, eine SBC oder sonst etwas bringen, ohne Probleme. Was für ihr FC24 ist der neue heiße Scheiß? FIFA ist die Vergangenheit und jetzt wird alles besser. Ihr labert doch kein Müll. Ihr seid eine Milliarden Dollar schwere Firma. Eine Firma, die die größte, mitgrößte IP dieses Planeten hat. FIFA. FC24, EA FC24, nennt es wie immer ihr wollt, kennt so gut wie jeder Depp, selbst Menschen, die damit nichts zu tun haben mit Gaming oder so ein Kram, kennen in dieses Spiel. Wie kann man eine Community, die dich so mit Geld abwirft und zuscheißt, hört auf, Geld in dieses verdammte Spiel zu stecken? Wie kann man die Community so behandeln? Wer ist das? Wer ist es, der regelmäßig diese Fehler macht? Wer ist es, der das System entwickelt hat, was regelmäßig Preisranges verkackt, SBCs falsch aufsetzt, die Wahrscheinlichkeiten dahinter sind oder? Ich verstehe es nicht. Kann man demjenigen nicht irgendwann mal auf die Finger gucken? Kann das nicht mal jemand gegenprüfen? Das kann doch nicht sein, dass da tausende von Leuten arbeiten und keiner checkt, was der andere macht. Ja, dass so ein Fehler mal passieren kann. Ja, natürlich. Alles nur Menschen. Aber ich suche jetzt nicht extra die Seite raus, wo wir mittlerweile alle FIFA-Probleme oder EFC24-Probleme dieses Jahr aufgelistet haben mit jeglichen Compensation, wo EA aktiv Fehler gemacht hat. Ja, das sind nicht ein, das sind nicht zwei, das sind nicht drei. Das passiert gefühlt im Zwei-Wochen-Takt. Das geht nicht. Und das ist auch nicht tragbar. Warum? Weil die Leute sich natürlich en masse darüber aufregen. Wenn wir uns jetzt einen Nick angucken, und ich habe dafür vollstes Verständnis. Auch wenn ich den Vergleich von ihm absolut beschissen finde. Ich lese es einmal ganz kurz vor. Google-Übersetzer regelt. Seht ihr, wie schnell diese Arschlöcher etwas reparieren, das ihnen Lust auf das Spiel macht? Also das heißt, man weiß, die Wahrscheinlichkeiten in den Rewards sind gerade verkehrt. Die Leute haben große Motivation, jetzt natürlich schnellstmöglich die Weekend League abzuschließen, weil man hofft natürlich auf den Mbappé. Ja, und dann der Vergleich von ihm. Und wie lange es gedauert hat, bis ein Gameplay-Patch dieses Spiel dieses Jahr endlich mal spielbar machte. Wie lange? Ich warte. Also seiner Meinung nach kam dieser Gameplay-Patch bis dato noch nicht und das Spiel ist für ihn scheinbar unspielbar und nicht gut. Das können wir gerne so stehen lassen, gar kein Problem. Kann jeder so sehen, wie er möchte. Allerdings ist das halt ein Apfel-Birn-Vergleich, weil man muss ehrlicherweise sagen, die Wahrscheinlichkeiten, wo irgendwo ein Fehler vorliegt, kurz anzupassen und zu ändern, geht natürlich deutlich, deutlich schneller und ist deutlich einfacher, als den kompletten Gameplay-Patch aufzusetzen. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass der Frustfaktor natürlich immens ist. Ja, wenn wir jetzt gucken, zum Beispiel auch ein Smaxi, unter seinem Post, by the way, habe ich die beiden Bilder gefunden. Kuss geht raus an die beiden Jungs. Glückwunsch an euch. Er hat zum Beispiel den Post aufgesetzt. Imagine, man hat nur noch ein Game offen, um die Rewards mitzunehmen. Umsonst geölt, um so schnell wie möglich durchzukommen. Damit gute Nacht, ist das bitter. Um 3.56 Uhr. Und hier haben dann auch reihenweise die Leute kommentiert. Den Senf dazu abgegeben und das Ganze drumherum natürlich abgesetzt. Ja, auch hier wieder vollstes Verständnis, dass es hier alles am Brennen ist und dass die Leute sauer sind. Davies gilt beispielsweise auch für Daredevil. Der wiederum hat gepostet, echt cool, ehrlich. Andere wieder mit Mbappé, Dembele etc. beschenken und danach die Rewards wieder absichtlich schlechter machen. Es reicht einfach, ich habe keine Lust mehr darauf. Denn er selber hat scheinbar auch gegrindet. Das war um 4.51 Uhr. Er hat Lala und Medina bekommen und ist natürlich in dem Moment völlig gebrochen.
Also, diverse Kommentare hier drunter, die auch auf die Thematik eingehen, wie EA das so machen kann, dass es nicht sein kann, dass die das so schnell fixen. Was soll der Mist? Warum lassen die das nicht so? Etc. etc. Ich habe da wahrscheinlich, weil ich jetzt auch die Weekly League selber noch nicht gespielt habe, ich habe nicht mal meine Quali fertig, vielleicht auch eine andere Intention oder eine andere Ansicht. Ja, da könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare posten. Natürlich wäre es Gleichberechtigung, dass jeder in Ruhe sich den Kram erspielen kann und jeder die Chance auf die verbesserten oder falschen Rewards hat. Aber das ist nun mal ein Spielfehler und der ist so nicht vorgesehen. Diesen Spielfehler möglichst schnell auszunutzen und dann, wenn man es zeitlich nicht schafft, wenn er gefixt wird, sich dann darüber zu beschweren und zu sagen, was ist das denn für Saftland, wie könnt ihr nur? Das ist doch alles scheiße, ich höre auf das Spiel zu spielen. Das kann man natürlich gerne von sich lassen und das ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil in dem Moment die Emotionen hochkochen. Aber Real Talk, wenn es nach mir ging, haben die den Kram gar nicht schnell genug gefixt. Ja, das ist an sich eine absolute Kleinigkeit. Warum haben die jetzt gefühlt 8, 9, 10 Stunden dafür gebraucht, um das überhaupt geschissen zu kriegen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und das sind Dinge, die hinterfrage ich nicht bei EA, weil gesagt, die Liste in diese Richtung ist halt letztendlich endlos. Aber solche Probleme dürfen im Best-Case-Szenario gar nicht auftreten. Wenn das mal der Fall ist, okay, schnellstmöglich fixen, schnellstmöglich patchen und alles ist in Ordnung. Dann hatten manche in dem Moment Glück, andere hatten natürlich in dem Moment Pech. Aber die Art und Weise, wie sich das dieses Jahr durchzieht, ob das der Messi war, ob diverse andere Fehler war, ja, dann die Thematik mit dem Cruyff, dann mit den falschen Hero-Karten auf dem Markt, wo die Leute mit Hunderten von Millionen Coins zugeschüttet wurden. Und jetzt wieder mit den krassesten Tots-Karten, die es bis dato mit gab, ob das Mbappé, Dembélé, sorry, gegebenenfalls ein Vitinha ist, die sind absolut Endstufe. Und wenn die Leute jetzt damit zugeschüttet werden und manche nicht, dann fühlt man sich einfach unfair behandelt. Wie soll jemand, der das Spiel normal spielt, da noch Bock auf das Game haben? Ja, und das Ganze, während man tagtäglich als Firma von der Community mit Geld zugeschissen wird. Absurd zugeschissen wird. Ich habe dafür kein Verständnis. EA, ihr müsst das in den Griff kriegen. Vor allem, und das ist der nächste Punkt, eigentlich müssten wieder die Leute, die jetzt die Rewards schon haben, und das ist ja die Problematik immer an der Sache, das heißt, die Leute, die von den ganzen Fehlern profitieren, werden ja in der Regel nochmal doppelt belohnt. Warum? Weil das ja nicht so vor und ablief wie vorgesehen. Das heißt, die müssen ja nochmal eine Compensation eigentlich kriegen. Und das hat einen ultra faden Beigeschmack. Ich kann es verstehen, wenn man sauer ist. Ich kann die Unmut voll und ganz verstehen. Und ich sage es auch immer, wie es ist. Diese Firma in der Art und Weise, in diese Art, also in diese Richtung, wie sie da arbeitet, ist eine absolute 6-. Aber trotzdem würde ich es niemals begrüßen, dass Fehler länger am Start bleiben oder sonst etwas. Weil, wie gesagt, es war so nicht vorgesehen. Es ist ein Fehler. Das ist wie ein Loch in einem Boot. Und, also ist jetzt ein dummes Beispiel, wisst ihr, wie ich meine? Aber wenn du ein Loch in einem Boot hast, dann willst du das so schnell flicken wie möglich, damit nicht weitere Scheiße passiert. Und alles andere komplett über den Haufen geschmissen wird, wenn es eben um den Markt und wenn es auch dementsprechend darum geht, was die Spieler bekommen, nicht bekommen oder. Ja, das ist meiner Meinung nach einfach 10-mal wichtiger, das Feuer so schnell wie möglich einzudämmen. Und ein paar Leute, die davon profitiert haben und viele Leute, unter die Räder gekommen sind. Ja, das ist fürs Allgemeine wohl, glaube ich, besser fürs Spiel, als dass es, hinten raus der Fall wäre, wenn das ganze Ding komplett einfach ausartet. Wie gesagt, kann sein, dass ich da eine verkehrte Ansicht habe und sonst noch etwas, aber mir geht es denn da eher immer um den langfristigen Aspekt des Spiels. Klar, wir sind mittlerweile in der Tot-Zeit und FC24 neigt sich früher oder später natürlich auch dem Ende, aber alles in allem, unterm Strich bleibe ich dabei. Sowas muss schnellstmöglich gefixt werden, aber im Best-Case-Szenario, und ich hoffe, da sind wir uns alle einig, darf der Scheiß nicht entstehen und das muss am Kopf, ja, wie sagt man immer so schön, der Fisch stinkt am Kopf. Da muss der Fehler behoben werden, da muss man rangehen und da muss man von dort aus runter alles anfangen in den Griff zu kriegen. Ansonsten macht diese Firma sich einfach nur noch lächerlich. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. So, das war's von meiner Seite aus. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst im Stream sehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Euch trotzdem viel Glück in den Rewards und bis zum nächsten Mal. Peace, peace, see ya und yay. Ihr seid ein verdammter Saftladen. So eine Scheiße, ey. Unglaublich.